So, ich habe euch ja gesagt, normalerweise treffen wir uns da hinten beim Turm wieder. Wir müssen noch ein bisschen gucken, was hier vorne ist, weil das habe ich jetzt eben hier entdeckt. Und das finde ich ganz cool. Das gab es ja auch in... Ach, guck mal an. Das gab es ja auch im Breath of the Wild, das Dorf. Wo ist... Und ist das da hinten der... Ne, ich dachte, das wäre der Schrein gewesen. Aber da hinten ist ein Schrein. Was machen wir denn zuerst? Oh Mann. Lass mir erst zum Schrein. Wasserfrucht. Rashtakivaka. Wie man auf diesen Namen kommen. Ach, guck mal, über uns ist auch die noch nicht entdeckte Landschaft. Machen wir gleich. Dann haben wir doch auch. Oh nein. Oh nein. Shit. Das geht ja schon klar hier mit dem. Okay, klappt bisher ganz gut. Könnte natürlich auch mit dem Auto rumfahren, oder? Und die kaputt fahren. Habe ich denn irgendwas, was irgendwie in meinem Repertoire ist gerade? Nee, eigentlich nur das. Mal gucken, ob wir...
Ob wir da was machen können. Eingeklemmt, Kollege. Okay, der war ein bisschen stärker. Cooles Ding. Okay, das war schon ein bisschen easier. Dankeschön. Was war denn hier los? Ach so, ei, okay. Von oben hin, wa? Oh, das ist ein... Das, aha! Okay, nice. Dass wir alles ranbauen können. Wenn man sowas hier... auch so ein Teil ist... Das ist ziemlich cool, weil das... dreht sich immer dahin, wo der Feind halt ist. Das ist geil. Oh, lol. Wow. Das ist krass da hinten. Ich würde noch gerne dieses Teil daran machen.
Das ist ja geil. Ich liebe es ja geradezu. Okay, da muss ich natürlich noch ein bisschen aufpassen, weil da kann ich nicht unbedingt durch so große Gefälle fahren damit. Aber ich kann die Spitzen hier abmachen, das geht ja auch noch. Ach verrückt, das ist so geil. Och, Laser hinten. Ja, ja. Oh, das ist schön. Na, echt? Schade, das geht nicht ab. Das ist ein... Oh Mann, oh, schade. Dann würde ich mir nämlich noch... Ach ne, geht gar nicht. Ich kann ja gar nicht zu beiden Seiten fahren, weil die Reifen ja immer nur zu einer Seite... Ja, na gut, okay. Sau geil. Ein schöner Laser dran. Na genau. Alter, ich muss mir mal so ein richtig krasses Teil basteln. Ist denn das bei mir jetzt in den Favoriten vielleicht drin? Oh nein, glaube ich nicht, oder? Naja, macht nichts. Ausdauer. Das nutzen wir für Ausdauer. So, dann lass uns jetzt zum Turm hin, verdammt nochmal. Damit wir zumindest den Quatsch hier haben langsam. Natürlich.
So. Es ist Nacht, Senorita. Ich wollte gerade sagen, den haben wir doch schon, den Schrein. Wieso liegt da ein so ein Stein rum? Muss ich den hier irgendwo reinwerfen? Wegen Grog? Naja, sieht nicht so aus. Puh, das weit. Können wir uns da ja hochschießen lassen. Wir müssen nichts weiter machen. Lassen wir das Dorf erstmal außen vor hier. Dummstar. Wie schön das hier ist. Oh. Ja, okay, pass auf. Wir machen erstmal den Turm, sonst kommen wir gar nicht mehr zu Potter hier. Es kann natürlich auch sein, dass wir erst hier was erledigen müssen. Irgendwo helfen müssen oder so. Und als Dankeschön macht jemand irgendwie den Turm mal wieder heile oder sowas. Das kann alles sein. Da ist ein Krog unter. Tippi doch mal so. Sollten wir aber rechtzeitig schaffen eigentlich, ne? Oh, da ist so ein... Komm. Ich nehme wir. Das braucht doch bestimmt hier jemand. Ach, das ist das Teil für... Oh Gott, ja, ja.
Uff, wo ist es denn hin? Naja, hier. Ich hab's geschafft. Reparatur kann beginnen. Easy. Oh, danke. Guck mal, ob wir schnell zur Sternschuppe hinkommen. 200 Tacken sind die wert. Kralle da hinten. So. Oh, ist es denn so, dass... Warte mal, das muss ich kurz mal gucken. Jetzt sehe ich das auch gerade. Und da ist so ein großes Loch. Da kommt bestimmt der Drache da runter oder was. Muss aber nochmal kurz gucken. Weil... Nee, das ist... Sieht wie ein komischer Smiley aus. Ich dachte, das wäre irgend so ein sternförmiges Ding, wo noch so eine... Und so eine Tafel zu finden ist. Eine Steintafel. Aber hier. Wow. Da? Oh, was ist das denn? Aber wir kommen da auch gar nicht hin, weil wir da... Nee, wir müssen noch mal zum Turm. Da will ich ja hin. Das... Lol. Das ist... Ist das vom Spiel jetzt, ist das generell so? Dass die vom Himmel fallen, wenn du auch irgendwie einen Sturzflug machst oder so? Ich bin ja gerade nicht mehr so sicher. Okay, lass uns nach oben. Lass uns da hin zu diesem Ungetüm. Oh Gott, oh Gott. Wie siegen wir das? Müssen wir das auseinanderbasteln oder was?
Also ist, bin ich, mache ich das, ich mache das nicht richtig. Okay. Was zum... Was macht es denn? Ullol. Gerade dachte ich, könnte das irgendwie runterschmeißen hier. Cool. Aber wie soll denn das jetzt... Was zum... Okay, ich frage mich, wie ich den oben runterholen soll. Es sieht aber auch nichts. Wie hole ich dich da oben runter? Denn du wirfst ja nur noch mit diesen Blöcken um dich. Ich kann mit Pfeil und Bogen hier nichts anrichten. Auch nicht.
Diese Propeller liegen hier andauernd rum. Jetzt muss ich einen so einen Teil an den befestigen. Jetzt bin ich out of range bei dem, ne? Was soll das denn? Wie komme ich an? Okay, da komme ich auch nicht hin. Ich dachte, ich wäre dann oben drauf geportet oder sowas, aber das ist nicht der Fall. Wie viel Zeit habe ich denn da? Ist der... Okay. Wie besiege ich dich, Kollege? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Oh, ach so. Wow. Ja, siehst du. Und plötzlich war es voll einfach. Oh. Okay, das ist interessant. Was ist das? Was ist das? Wo kommt das hin? Also, was mache ich damit? Können wir damit Sachen zerkleinern? Nope. Können wir nicht. Warum nicht? Okay, zum Schluss war der jetzt doch relativ einfach. Muss ich das denn hintragen? Was ist denn das? Oh, da ist so ein Gefährt. Hä? War ich hier schon? War ich hier schon mal? Und hab das dann da hinten übersehen? Nee, eigentlich nicht. Verrückt. Keine Ahnung, was ich mit dem Konstruktteil soll. Oder wohin das gehen soll.
Müssen wir da hinten ganz hin? Aber das ist doch... Da ist nochmal so eine Kugel und da oben auch. Ja, Gleichgewicht ist so eine Sache. Das verstehe ich nicht so ganz. Wo soll das hin? Wieso habe ich das denn aus diesem Monster rausgekriegt? Das muss doch dann irgendwo einen Sinn haben. Man weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr das ja und könnt mir das in den Kommentaren mal schreiben. Das wäre auch eine hervorragende Idee. Da ist ein Drache da hinten. Todesberg. Deathberg. Death Mountain. Nun die Frage, kommt der Drache hier irgendwann vorbei oder nicht? Oh. Ich würde sagen, auf der nächsten Folge fangen wir auch so langsam mal wieder an, ein paar Quests zu machen. Bisher waren wir nur auf so ein bisschen Entdeckertour hier. Oh, ist das so? Kommt er da runter? Das könnte von dem aus sein, ne? Kein Terry. Kein Terry.
Dafür ist da noch ein schöner Schrein. Den machen wir noch. Bagdads Institut, das haben wir eben gesehen durch dieses Fernrohr. Ah, alles klar, jawohl. Achso, der sagt mir nur ein bisschen was. Huch. Ja, ein bisschen verschluckt hatte ich mich da. Das Eldin-Riesenfossil. Stimmt. Das habe ich ja auch gesehen. In Breath of the Wild, das gibt's hier denn auch. Und da flog immer der Drache drüber. Da konnte man immer schön an die Krallen schießen und sowas.